Boah, guten Morgen. Ich hatte einen Traum, dass ich geflogen bin, dass ich geschwebt bin, dass ich hier über dieses ganze Haus, hier über diesen ganzen Berg geflogen bin. Komische Sache. Naja, wie dem auch sei, hallo überhaupt, dass du wieder mich begleitest auf meinen Reisen. Es ist regnend. Das ist nicht schön. Vor allem nicht, weil gerade erst Nacht war. Und normalerweise würde ich mich dann einfach schlafen legen und am nächsten Morgen wäre der Regen weg. Ist aber gerade mal nicht so. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil keine Nacht ist. So. Stein, haben wir ein bisschen was dabei. Ich habe überhaupt ziemlich aufgeräumt, das Inventar gerade. Stelle ich gerade fest. Ja, 500 Folgen waren jetzt rum, sind jetzt rum. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Oh, ich will mal nach oben. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, als hier die Änderung, als ich zu 1.7 gewechselt bin, 1.7.2, oh, Knochen, hallo, Knochen, das habe ich damals auch gesagt, habe ich gesagt, ich will gerne sehen, oh, noch mehr Knochen. Wie noch mehr Knochen hier liegen und wie das hier oben ist, wenn es regnet, dass hier oben dann plötzlich Schnee ist. Und tatsächlich, es schneit, Wahnsinn. Cool. Ich hoffe, es sieht gut aus. Es muss noch ein bisschen flächendeckend hier verbreitet werden, aber ich glaube, dass das hier oben dieses Gebiet in so ein ganz besonderen, in so ein ganz besonderes Licht noch einbetten wird. Ich glaube, das sieht sehr, sehr cool aus. Ich meine, das hier ist ja ein sehr nordisch gehaltenes Haus, vom Baustil her. Ne, mit viel Holz und dicken Balken und sowas. Gut, das ist jetzt nicht so, dass die mega harte Bergfestung, sondern eher so ein bisschen leicht filigran gebaut an ein paar Stellen. Das würde eigentlich eher unten irgendwo hingehören. Aber es sieht bestimmt auch mit Schnee ganz cool aus. Vor allem der Schnee bleibt wahrscheinlich nicht auf dem Dach liegen, weil das halt alles Treppen sind. Aber zumindest an ein paar Stellen, hier auf dem Baum darf das sein, da an der Seite ein bisschen. Das geht schon. Hier ist irgendwo ein Zombie. Er stöhnt durch die Gegend rum. Das gefällt mir nicht. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, ich finde das gut. Dass es hier dann etwas, ne, ein bisschen kontrastreicher wird. Da ist der Zombie. Lass mich dich töten. Zwecks Erfahrungsklauung. Vielen Dank. Auch hier vorne, das wird dann alles einschneiden. Wie weit geht es denn runter überhaupt? Bis genau hierhin. Also der obere Teil ist noch eingeschneit. Der untere Teil hier nicht mehr. Das ist auch interessant. Ich meine, es ist gut für diesen Teil, falls man hier nochmal was machen wollte. Weil das sieht mit Schnee dann, glaube ich, nicht mehr so toll aus. Aber es ist mir zu laut da unten. Der ganze Regen ist doch ekelhaft. Ich finde ja so Schneestapfgeräusche, das Knirschen des Schnees finde ich immer super. Im Winter, gerade im Winter, wenn es gerade schneit, am besten noch nachts und es ist nichts los. Es ist so leise draußen, es ist so unglaublich stellenweise, weil der Schnee tatsächlich auch eine akustische dämpfende Wirkung hat. Weil das halt ne, leicht poröses Zeug ist, wenn es da liegt und auch nicht komplett hart ist, schluckt es den Schall ziemlich gut und das ist ziemlich leise dann draußen. Das ist, müsste man machen, wenn es gerade schneit. Zum einen ist es leise, weil die Autos dann nicht so schnell fahren und zum anderen, weil hier der ganze Schall in der Luft gedämpft wird, weil das Zeug hier durch die Gegend fliegt und auch auf dem Boden liegt. Finde ich immer sehr cool. Gerade nachts kann man dann gerne mal raus und da ist halt wirklich gar nichts los. Und dann ist einfach mal ruhig und man kann durch die Gegend latschen und hört seine laut knirschenden Füße unter sich. Und der Schnee, der knirscht auch. Ja. So als kleiner Tipp, falls demnächst mal wieder Winter ist, kann ja sein, ist ja, also jahreszeittechnisch soll es hinhauen, macht das mal. Geht mal abends irgendwann, wenn ihr denn könnt, nach draußen, wenn es gerade geschneit hat oder gerade noch schneit. Das mit dem Fenster hier mit dem Buntglas waren nicht alle so zufrieden. Ich lasse es aber trotzdem erstmal so. Ich glaube, da gewöhnt man sich schon irgendwann dran. Also ich habe mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Ich gucke da zwar immer noch hin. Aber warum nicht? Ich meine, dann hat es zumindest seine Funktion als Blickfang schon mal erreicht. So, kann der Regen mal aufhören? Es wäre mir eine Freude. Ich möchte gerne raus. Ich möchte eben bei der Erntemaschine, da hatte ich ja beim Rumfliegen, beim Rumzeigen der ganzen Gegend hier, hatte ich ja hier zwei, drei Erdblöcke weggefriemelt. Ein paar hatten ja geschrieben, ja, zeig doch mal, was du alles gebaut hast. Ich meine, ich hatte das erst bei der 400 gezeigt, ich hatte das bei der 300 gezeigt. Es sind natürlich mittlerweile mehr Sachen entstanden, deswegen habe ich gedacht, ja komm, zeigst du mal eben.
Die Goldblöcke sehen hiermit nicht so ganz so geil aus mit dem Texturenpack. Aber sie fallen auf. Das ist eigentlich der einzige Sinn der Teile. Und ich glaube, ich habe die Erntemaschine noch nicht getestet, wo die jetzt komplett umgebaut war, ist mit diesen schnelleren Teilen an der Seite, mit den schnelleren Einfüllstutzen. Das sollte ich doch mal eben machen. Dann haben wir vielleicht Zeit, das alles hier uns zu begutachten, ob das alles klappt. So, einmal anmachen den ganzen Krempel. Es bewässert sich gerade mal selber. Es ist wunderschön. Das mit den rumfliegenden Sachen ist immer noch ein Problem, aber stört mich eigentlich auch nicht. Deswegen ist es eigentlich kein Problem. Es wäre eins, wäre man optimierungsbedürftig. Obwohl, wenn man optimierungsbedürftig wäre, dann wäre man selber ja nicht so ganz fit, sag ich mal. Ja, wenn man halt nicht so der Optimizer ist hier, dann ist es egal. Dann renne ich hier halt einmal rum. Habe ich ja, ich muss ja eh irgendwie Zeit totschlagen, bis das alles hier abgetragen ist nach unten hin, ne, bis es nach unten durchgeflossen ist. Dann nochmal das Ganze an. Ja, fein. Auch hier die ganzen Dinger nochmal runter. Falls man nächstes Mal nicht alles haben will und drückt dann aus Versehen auf den Knopf drauf. Muss ja auch nicht sein. So, Kartoffels kommen wieder mit. Die können auch direkt hier mit in die Leiste rein. Also nicht meine menschlich-persönliche Leiste, sondern, also nicht die körperliche, ne? Das, also Kartoffeln haben da unten wenig zu suchen. Aber hier so in die Hungerleiste, hier in die Inventarleiste. Man stelle sich vor, das, was man als Inventarleiste hier hat, ist der Gürtel, den die Person hier trägt. Meine Herren, müsste das bescheuert aussehen. Also wenn da wirklich so ein Gürtel ist und da hängen 9 verschiedene Sachen einfach mal so außen dran, aber halt solche riesigen Stacks, solche, hängt bei irgendjemandem hängen halt 64 Kartoffeln einfach mal so am Gürtel dran. Das sähe, glaube ich, sehr bescheuert aus. Daneben noch eine Schaufel und eine Spitzhacke. Ein paar Knochen auch noch. So 3, 4 ganz lange Baumstämme rennen da auch noch so raus. Ich fände das ein wenig seltsam, muss ich sagen. Also ich meine, kann jeder gerne tragen, was er will, aber mein modischer Stil wird es nicht werden. So. Hier auch wieder die Karotten. Habe ich da gerade Minecraft gehört oder ist es der Regen? Ich habe Minecraft gehört. Irgendjemand hat geschrieben, dass das nicht funktionieren wird mit den Trichtern, so wie die jetzt angeordnet sind, dass das nicht schneller gehen wird. Aber wenn das Minecraft schon hier ist, dann ist es auf jeden Fall schneller. Oh, das ist kaputt. Das heißt, das Minecart müsste gleich schon dastehen, wenn ich mit den Feldern hier fertig bin, wenn ich mit denen abgerechnet habe. Und das ist auch der ganze Sinn der Geschichte, denn man muss ja hier wieder alles anpflanzen. Und so lange kann das Minecart die ganzen Trichter hier entleeren. Und wenn wir dann fertig sind, dann können wir einfach da zum Ende gehen und sagen, hier, gib mal her den ganzen Rotz. Und dann ist alles super. Und das hat anscheinend gerade funktioniert. Das ist ein Erfolg. In vielerlei Hinsicht. In erster Linie in der, dass wir das erfolgreich hier gemacht haben. Waren das? Genau, das waren die anderen Stacks hier. Finde ich also gut. Also wenn das gleich schon da steht und das klang so, dann ist alles super. So. Was ich ja auch schon das letzte Mal meinte in der 500er Folge, die Erntemaschine ist nicht so wahnsinnig mega übertrieben groß. Was natürlich noch eindrucksvoller wäre, wenn das Ding in der Gegend steht und dann hat man da so riesige Felder, riesige Wasserfälle würden da sich über einen ergießen, würden einen demonstrativ zeigen, hör, ich bin größer als du, ich fließe auch besser. Dann wäre das natürlich sehr eindrucksvoll, aber wie oft benutzt man das Ding? Dann baut man erstmal viel, viel, viel länger dran. So dass es irgendwann sehr wiederholend und auch langweilig werden kann, weil man immer nur das Gleiche macht. Und natürlich, man benutzt das Ding halt auch selten, weil man mit einem Schwung so viel Zeug kriegt, dass man eigentlich nicht mehr Zeug braucht für die nächsten 50 Folgen. Mehr Essen. Ja. Deswegen klein, hutzelig, das kann man sogar noch kleiner machen, das kann man auch mit anderem Zeug noch machen. Ich möchte hier außenrum vielleicht nochmal ein wenig das Designkeulchen schwingen. Indem ich da noch mittels... Na, also wir haben da zwar ein paar Kürbisse und ein paar Melönchen, aber das ist alles sehr überschaubar gehalten. Da möchte ich eigentlich nochmal ein richtiges Feld haben, also wo da halt so ein paar Dinge mehr stehen. In der Idee, wo ich hier die Erntemaschine getestet und habe und mir ausgedacht habe in der Welt,
hatte ich mir dann überlegt, ja, kann man das so machen? Kann man hier vorne dann noch so kleine Bögen machen und hier drinnen kann man das dann mit entsprechendem Zeug füllen? Das können wir auch gerne hier machen. Hier vorne ist eh alles noch so, ne? Aber das soll nicht mur, sondern sein. Auch hier vorne dann kann man alles machen. Es regnet, es hat den ganzen Tag durchgeregnet. Hier ist ja unglaublich. Das findet auch der Enderman, der da gerade entstanden ist. Oder der Zombie. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein kleiner Zombie und zwei Creeper. Okay. Ich gehe mal rein, bevor noch jemand klopft. Und zwar an mein Herz. Mein Herz darf nicht klopfen oder geklopft werden. So. Einmal Penhorn, dann dürfte der Regen gleich zu Ende sein. Wunderbar. Höre auf! Wässriges Gefälle. Es gehorcht. Ich gehe noch einmal nach oben, wenn der Schnee jetzt vollkommen bedeckt ist. Also der Schnee selber eine bedeckende Funktion eingenommen hat. So wie bei einem Apfelkuchen obendrauf nochmal so eine schöne Teigschicht. Wobei, bitte spult einmal zurück und, oder wenn ihr jetzt das Video schaut, überspringt doch die Stelle, die ich eben gesagt habe, ich möchte nicht immer über Essen hier. Ne, dass jemand sagt, du redest nur über Essen. Das heißt, überspringt die Stelle von eben einfach, dann habt ihr es nicht gehört und dann habe ich es auch nicht gesagt. Das sieht aber super so aus. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Schnee nicht da oben drauf liegen bleibt. Ich meine, wir haben da wirklich oben an der Oberfläche, bis auf diesen einen Balken, da haben wir, glaube ich, keinen einzigen normalen Block da oben liegen. Immer nur Treppen und Slabs. Oder da sind Fackeln drauf. Hussa! Oh, ich brenne. Kann ich mich im Schnee wälzen? Nee. Voll unrealistisch. Also immer, wenn ich brenne, wälze ich mich im Schnee. Dann schmilzt er und dann löscht er mich. Ah, sieht gut aus, auch mit den Bäumen hier. Hat was. Ich gucke nochmal da unten. Da ist wahrscheinlich schon wieder von der Höhe her. Ja, ist ja gut, liebe Spinne. Ist da noch Schnee? Da ist noch... Oh, hier ist noch Schnee. Das finde ich jetzt aber super. Auch da, dass da noch so einzelne kleine Schneeblöckchen sind. Kleine Pfützen vielmehr. Das ist super geil. Muss ich sagen. Ich hatte ja meine Befürchtung, als es da oben plötzlich zugefroren ist. Aber es gefällt mir. Erstaunlicherweise. Erntemaschine haben wir jetzt gar nicht geschaut, aber ich meine, dass das alles funktioniert hat. Zumindest, das Zeug ist da. Hep! Oh, das war... Ja, ich bin dann vorher noch gegen den Zaun geditscht. Und dachte schon, oh, jetzt ist aber zu Ende. Aber es war nicht zu Ende. Da war mein Schwung einfach mal plötzlich weg. Hep, was war das denn jetzt? Was ist mir da entgegengefallen? Ich weiß es nicht. Gut, aber ich glaube, die Erntemaschine hat funktioniert, das mit der Geschwindigkeit. Auf jeden Fall wird alles abgeerntet, alles da eingepfercht. Ich bin aber auch so ein Töffel, ne, dass ich das da nicht mal eben nachgeschaut habe. Es ist auf jeden Fall wieder eine reichhaltige Beute, weil rausgefluppt, so wie es sein muss, auch eigentlich nichts Neues mehr. Kann man rohe Kartoffeln mampfen? Ja, kann man. Aber meine Herren, bringen die wenig. So ein halbes Ding, eigentlich sind rohe Kartoffeln ja auch giftig, deswegen soll man ja die ja nicht roh essen. Aber ist alles, glaube ich, kein Problem. Ich nehme mal zwei Stück Stacks mit. Hier können auch wieder so zwei rein. Hier, das kann... die eine darf da noch rein. Auch hier dürfen die zusammen, dürfen da zusammen rein. Auch hier auch. Das Weizen kann ich alles umnieten zu Brot. Habe ich hier eine... Da unten ist eine Werkbank. Aha. Hier müsste ich eigentlich extra noch ein... Theoretisch so einen zumindest optisch ansprechenden Backofen für Brote machen. Oh, Errungenschaft. Krass, bin ich gut. So. Oder halt für die Kartoffeln, dass man die da reinschieben kann. Aber wir haben ja Öfen da drin, wir haben genügend Öfen da drin. Das sollte wohl passen. Ach, da ist noch Steak drin. Ach so. Oh, mal hallo. Kartoffels. Dann können wir ja eigentlich das Steak... Können wir mal mitnehmen? Haben wir hier so viele Karotten drin? Eimer. Die Ofenkartoffeln. Haben wir sogar schon fertige. Das ist wunderbar. Wir haben so viel zu essen jetzt. Es ist schön. Es ist ein persönliches Weihnachten, was hier gerade stattfindet. So viel zu essen. Tja. Es ist eigentlich zu früh, um über Weihnachten zu reden. Es ist noch nicht mal Dezember.
obwohl halt in den Geschäften schon seit 2 Monaten Weihnachten ist oder seit 3 Monaten schon. Aber weil es sind auch Weihnachtsmärkte und sowas. Ich glaube, wir reden dann später drüber. Ich will da jetzt nicht irgendwie schon vorweihnachtliche Stimmung heraufbeschwören. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. So, über so typischen Weihnachtskram reden wir dann halt später. Ach so, ich könnte mal. Haben wir so ein bisschen angefangen, hier den geheimen Geheimgang vom einen Ende da bis zum anderen Ende zu machen. Ich will mal gucken. Ich musste mal eben gucken, wie es denn überhaupt da aussieht. Und zwar geht es um diesen kleinen Gang hier. Ihr habt ganz viele Vorschläge gemacht, wie man die Schaltung hier denn machen kann. Der Fred Vorlaut hat der tierisch versagt, als er mir voller Selbstbewusstsein eine Schaltung zeigen wollte, wie man denn das machen kann, dass man auf einer Geheimtür auf der einen Seite einen Knopf hat, dann geht die Tür auf, man kann da durchgehen und hat auf der anderen Seite noch einen Knopf, dann drückt man da wieder drauf und dann geht die Tür zu. Hat ja nicht funktioniert, deswegen habt ihr ganz viele Kommentare dazu geschrieben, ganz viele Zeichnungen auch, ganz viele Schaltungen zu Zeichnungen oder Zeichnungen zu Schaltungen gemacht. Wird dann alles später noch hier eingebaut, weil ich die Zeichnung gerade nicht parat habe. Und hier drin können wir mal so ein bisschen ausbauen. Es ist alles noch sehr eng gehalten hier. Wobei es ist halt zu überlegen, ob man zumindest von drinnen aus den Gang dann halt, damit es wirklich ein Geheimgang ist, dass man den unsichtbar hält, indem man da einfach hier wieder den Cleanstone an die Wand patscht und das dann alles entsprechend unbedingst aussieht. Unscheinbar. Ich mache das einfach mal breiter hier, ne? Es kann ja ruhig so ein etwas breiterer Gang sein. Es muss ja nicht ganz so mega schmal sein. Dass man hier zumindest sich nicht, wenn man mit seinen männlichen breiten Schultern hier durchrennt, dass man nicht seitlich gehen muss. Weil man sonst, also, ne, weil seitlich stößt denn die Wampe auch ständig da vorne an. Das ist ja auch blöd. Haben wir das hier so Dreierbreite? Ich bräuchte Cleanstone, weil hier das war ja so ein bisschen baumäßig nicht so optimal gelaufen. Hier drunter kann man die Treppe, sogar soll die 2 breit? Nee, ne? Wo sind wir eigentlich jetzt ganz genau? Wir sind ja unter dem, in diesem Dingen da drinnen, ne? Könnte man sogar vielleicht, könnte man hier oben auch noch einen Gang darunter machen? Es wäre Quatsch, ne? Wenn man hier noch was hat. Man kann hier drunter das noch ausbauen, hier kann noch ein kleines Zimmerchen hin oder sowas, ein Kellergewölbe für das Zeug da oben. Aber ja, könnte man machen, klar.